Hallo und herzlich willkommen auf meinem Server. Ja, heute mache ich mal ein kleines Let's Show von meinem Minecraft-Server, von meinen Freunden, meiner Frau und mir. Und ich möchte euch gerne mal zeigen, was man denn seit dem letzten Server Special oder Spezial, sagen wir mal so, sich getan hat. Hier, das ist unser Schlafraum im Endeffekt und ja, den kennt ihr ja schon. Hier hinten hat sich noch was geändert. Hier hinten habe ich zwei Aufladestationen hingestellt. Also haben wir hingebaut und sind zurzeit leer, weil wir die neu hinstellen mussten. Und ja, es fehlt gerade am Strom. Ja, hier unten habe ich dann meine Maschinen, die haben wir hier hinten eingereiht. Und hier ist ein Sensor von meinem Atomkraftwerk, damit er mir signalisiert, bei 500 Grad hier, da ist irgendwas, kümmere dich mal schnell drum. Ja, hier habe ich natürlich meine ganzen WLAN-Aktionen, die hier überall verteilt sind, zum Beispiel der Steinbruch, der Weizenfarm, Pressezentrifuge ist hier hinten. Dann für die Schreinerei, glühelektrische Maschine, das ist die hier hinten, die zwei. Dann die Juju-Matter-Maschine, die zeige ich euch dann gleich. Und der Notstrom zeige ich euch dann auch gleich. Ja. Tja, meine Frau hat das Haus noch ein bisschen schön gestaltet. Wie ihr seht, hier ist Kuchen. Lecker Kuchen gebacken haben wir und hinten ist ein Kürbiskuchen drin im Bilderrahmen und ja, ich habe auch schon die ersten super Klamotten haben wir uns auch schon gebaut. Die sind gar nicht so billig bei der Herstellung. Und zwar die Quantum Suite Sachen, die sind ziemlich gut. Der Helm zum Beispiel kann man unter Wasser atmen, solange Strom drauf ist und ja, man hungert nicht, solange Strom drauf ist. Ja, das Jetpack, das kennen wir ja. Und ja, dieses Snackage-Gerät hier gehört zum Railcraft. Damit kann man die Stahlbahn sozusagen zu Stahlplatten. Es ist eine Walzmaschine, wie ihr lesen könnt. Und wie man die herstellt, wo man die herstellt, zeige ich schon auch gleich. Ja, hier hat es auch viel getan. Wie gesagt, die Ecke war beim letzten Mal hier ziemlich voll mit den ganzen Kisten, die wir hatten. Das gibt's nun nicht mehr. Das hier ist eine Teleportpipe mit einer Obsidian-Pipe dran. Wenn man was reinschmeißt, kann man im Endeffekt das dahin teleportieren lassen, wo man gerade möchte, von Gegenständen her. Zurzeit läuft's auf meine Sortieranlage, die ich euch gleich zeigen werde. Hier ist der Amboss, die der 142 mitgebracht hat. Im Endeffekt läuft der Server auch schon auf 145. Und hier kann man sich Sachen reparieren lassen. Mittlerweile soll es, glaube ich, auch funktionieren, dass man sich hier ein Bronzeschwert zum Beispiel reparieren lassen kann. Das könnte man mal ausprobieren gleich. Tja, was haben wir hier noch Schönes? Ja, hier ist der Abgang. Hier geht's in den Keller sozusagen. Der hat ganz allein meine Frau ausgebaut. Sieht wunderschön aus, muss ich ehrlich sagen. Und hat sich viel Mühe gegeben. Und ja, sieht richtig schick aus, oder was meint ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr meine Videos generell eigentlich alle kommentiert, Daumen hoch gebt und wenn es euch wirklich gut gefällt, nicht nur Daumen und kommentieren, sondern eventuell vielleicht auch ein Abo geben könnt. Denn das zeigt mir, dass sich meine Arbeit hier wirklich lohnt und das macht dann auch Spaß, weiterzumachen und ja, viel mehr zu zeigen. Okay, das sind sozusagen meine ganzen Kisten, haben wir mit meiner Frau einfallen lassen, beziehungsweise mir zusammen, dass wir das mit Schildern machen, also mit dem Bilderrahmen und dort sozusagen und rein tun, was ungefähr wo drinne ist. Und ja, im Fall der Fälle, wenn man doch mal an den Kisten vorbeigeht, Mensch, wie sieht es denn jetzt zum Beispiel in der Erzkiste aus? Sieht noch gut aus. Genau, kann man gleich mal rausnehmen, kann ich euch mal zeigen. Dann gleich, wenn wieder Strom läuft. Wie die Anlage hier unten sozusagen funktioniert. So, nehmen wir ein bisschen Tin-Ohr mit, das funktioniert auch. So, im Endeffekt kann man hier bestellen. Das ist das logistische Bestellrohr, was ihr hier seht, mit dem blauen Viereck drinne. Und da braucht man natürlich dazu auch einen Strom. Die Pipes müssen allerdings mit Strom beliefert werden. Und ja, zeige ich euch gleich mal, sofern mir das möglich ist. Die Box, die ist hier und ich habe gerade wieder was kaputt gemacht. So. Tja, hier unten fehlt gerade eine Strompipe. Ha, ah, sehr schön. Ist aber noch Strom drauf. Wieso fehlt denn eine Strompipe?
eine Strompipe mit? Nee. Gut, da können wir gleich mal gucken, ob wir so eine Strompipe noch haben, denn die muss ich wieder anschließen. Natürlich nicht. Goldene Transportpipe ist ja kein Problem. Ein bisschen Redstone können wir auch mal noch bestellen. Wahrscheinlich geht das gerade gar nichts mehr. Ach, weil es keinen Strom. Ach nee. Weil es keine Verbindung hat. Das kann ja gar nicht funktionieren. Hat da keine Verbindung hier. So, jetzt hat es wieder Verbindung, genau. Und jetzt müsste es wieder anzeigen. Genau. So, wir brauchen Redstone. Redstone war hier auf der zweiten Seite. Du kannst einfach die Sache auswählen. Einfach wie viel man dann haben möchte, kann man sich unten auswählen, stückweise, zehnerweise, also zehner stückweise, und hier unten geht es dann stackweise. Ich brauche aber nur einen Redstone, um das hier unten wieder zu reparieren. Zack, schon ist es da. Ja, ich lasse mir auch automatisch Solarmodule herstellen. Sehr praktisch, sehr schön. Funktioniert einwandfrei. Solange man die Sache mit den Batterien hinbekommen hat. Denn dadurch, dass ja zwei Erze verwendet werden bei mir, ist das nicht so einfach. Okay, jetzt muss ich dich trotzdem nochmal kaputt machen. Den dich mal wieder reparieren hier. So. Dich reparieren wir auch gleich wieder, dass du wieder ordentlich funktionierst. So, du gehst auch wieder und gleich wieder zumachen. So. Tja, hier hinten sind die ganzen Kisten, die hier automatisch funktionieren, mit den sozusagen den Rezepten, den automatischen Crafting Tables anhand der Pipes, was im Endeffekt ich suche die mal raus, Logistik, das sind die sozusagen die logistischen Werksrohre, die funktionieren damit im Endeffekt hier unten, die automatische Crafting Table, tut man das Rezept vorbereiten. Deswegen nutze ich die ja so gerne. Da bleibt es immer drin liegen. Das ist wie eine Vorlage. Und hier oben tut man es im Endeffekt dann sagen, hier Import. Also tut es importieren und dann sagt es dann, ah, hier brauchst du 6 Kupfer, 2 Redstone und ein Refine Iron. Daraus kannst du einen Chip machen. Ja, es gehen aber nur Sachen, die auch wirklich stapelbar sind. Denn meine Uraniumzellen, weil ich habe auch ein Atomkraftwerk hier, das zeige ich euch auch, die kann ich mir nicht einfach so herstellen, sondern also nicht in zweier Position, also dass zwei nebeneinander sind, sondern das geht immer nur einer und die muss ich mir dann selbst zusammenfügen, weil die nämlich nicht stapelbar sind, die einfachen Uranienzellen. Okay, ja, und wie gesagt, hier hinten habe ich dann die ganzen Rezepte drinne. Ihr gerade seht hier aus Neo-Deplate Uranienzellen, also die fast verbrauchten mit Kohle zusammen, gibt eine Deplate Uranzelle, also eine fast funktionsfähige. Wenn ich die dann wieder ins System einordne vom Atomkraftwerk, wird die wieder regeneriert. Dann nochmal Kohlenstaub drauf und schon habe ich wieder eine Uraniumzelle. Tja, hier kannst du mir Uraniumzellen herstellen. Also alles, was hier in dem Neunerfeld ist, das muss stapelbar sein. Was hier drin ist, ist völlig egal. Das muss nicht unbedingt stapelbar sein. Tja, umsonst, ich habe schon versucht, den Generator herzustellen. Das habe ich dann anders gemacht. Und hier hinten ist die Anschlusssache vom Steinbruch. Hier kommt alles vom Steinbruch rein. Wird hier dann sozusagen, wenn es Erze sind, das haben wir dann im Nachhinein eingebaut, wird das dann ja alles sofort maseriert, also zu Staub verarbeitet, dann sofort zu Born verarbeitet und dann wird es gleich eingelagert. Im Endeffekt braucht man eigentlich gar nicht so viel, aber wir haben es uns sozusagen für alles, was es so gibt an Erzen, zurzeit bei uns hier auf der Serverwelt haben wir einen Maserator, was sich maserieren lässt. Und dazu haben wir dann einen Induktionsofen genommen, weil man da zwei Sachen reintun kann. Und dann sozusagen Kupferstaub und Zinnstaub, dann zum Kupferborn und Zinnborn hier verarbeitet, ziemlich schnell. Und da braucht man keine großen Upgrades. Und die sind auch sehr energiereich. Also die können bis zu über 512 EU vertragen. Ich habe selbst auf meiner Testwelt habe ich eine Anlage stehen, Solaranlage stehen, High Voltage mit über 30 High Voltage Solarmodulen, kompakte. Die liefern mir über 28.000 EU pro Tick und selbst das halten die Öfen noch aus. Also es möchte schon was heißen. Die restlichen Maschinen, die müsste ich dann alle mit solchen Transformer Upgrades, also was den Strom sagen runter transformiert für die Maschinen, einsetzen. Für jedes haben bis 512 EU brauche ich hier mindestens zwei solcher Transformer-Upgrades. Okay,
Tja, hier sind die Recycler. Im Endeffekt wird hier Erde recycelt. Wie gesagt, hier sind, ja, ich zeige euch mal kurz, Erde, Pflasterstein recycelt, Sägespäne recycelt von dem anderen Mod, den ich noch drauf habe. Und natürlich noch Birkensetzlinge tun wir hier recyceln lassen. Und hier machen wir natürlich Obsidian, Eichensetzlinge und Pflastersteine und eigentlich auch Erde und Sand, aber das tun wir immer mal auswechseln, denn ja, manchmal brauchen wir sie ja auch. Ja, die Maschinen, die recyceln das und wie ihr schon bei mir auf der Let's Play Welt gesehen habt, da kommt dann sozusagen Scrap raus. Und ja, hier geht das Scrap natürlich nicht nur in die Kiste, sondern das wird dann gleich weitergeleitet zu meiner sogenannten U-U-Matter-Maschine. Das ist ein Mass Fabricator, der Scrap sozusagen dort mithilft, U-U-Matter herzustellen. Das U-U-Matter ist dann sowas hier. Da kann man lustige Sachen damit herstellen. Ich zeige es euch mal. Zum Beispiel kann man sich hier Redstone herstellen, also rauszaubern. Oder man kann sich im Endeffekt hier Iridium-Ohr, was hier auch in meiner Welt nicht zu finden ist. Dann kann man zum Beispiel Schneebälle und es gibt ja zigtausend Varianten, die man hier machen kann. Und ja, das ist dann sozusagen nicht keine Ersatzreserve, die man noch hat. Was ich auf meiner Let's Play-Welt dann auch noch versuchen werde zu machen. Tja, genauso wie die Gummibäume, die kommen ja auch hier rein. Nur die Stämme, die werden hier hinten dann auch gleich zu Gummi verarbeitet. Sozusagen hier drin, alles was da drin ist, kommt hier durch. Und ja, das hier sind noch Kisten von den Unfällen, den ersten Versuchen, die wir hatten, wo die Maschinen immer keinen Strom mehr hatten. Am nächsten Tag kamen wir hier online und dann lag hier die ganzen Steine und alles an Erzen, was noch übrig war und noch nicht verschwunden ist, lag dann alles hier rum. Und das mussten wir dann alles hier in Kisten einsortieren. Aber wir haben uns dann gedacht, Entschuldigung, die Steine nehmen wir dann zum Beispiel, um ein Schloss oder eine Burg zu bauen, hier in einer unserer Welten. Ja, mit dem Schlüssel, den ich in der Hand habe, kann man zum Beispiel hier oben auch ein Bestellrohr nur mit dem Schlüssel bedienen. Unten kann man das alles ohne Schlüssel bedienen. Und ja, hier ist zum Beispiel die Kiste, da kommt alles rein. Hat ein auch so ein Modulgehäuse drinne, ein Dreiergehäuse, da passen drei Module rein mit einem sogenannten Quicksort-Modul. Das sortiert dann sozusagen die ganzen Sachen in die ganzen Kisten. Und an den Kisten hier hinten ist sozusagen auch solche, sind Zweier-Modulgehäuse drinne mit einem Item-Sync-Modul, sprich Item-Sync heißt, die Sachen, die hier drinne stehen, zum Beispiel die ganzen Erze, sollen hier in die Kiste rein. Und das Provider-Modul ist eigentlich dafür da, um irgendwas anzugeben, um zu sehen, aha, wenn ich hier auf den Bestellrohr gehe, aha, die Sache dort, die Sache ist da, umsonst erkennt man das System nicht. Mindestens zeigt es mir das nicht an, dass in den Kisten was drin ist. So, und da mir natürlich ganz viel Energie fehlt, machen wir natürlich mal unsere Atomkraftwerke an, also mindestens mein Atomkraftwerk an. So, geht natürlich dann hier hoch, in die zweite Etage. Wie ihr seht, meine Frau war sehr gestalterisch, sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und den Gastauftritt, den gibt es natürlich auch noch von meiner Frau, um das einen endlich mal rauszulassen, die ganze Sache. Und ja, wir wissen noch nicht, wo auf der Let's Play-Welt oder hier auf dem Server was zusammen machen. Müssen wir mal noch gucken. So, jetzt schalten wir mal das Atomkraftwerk ein und wie ihr seht, es liefert zurzeit 120 EU pro Tick. Das ist ziemlich viel. Es läuft noch 10 Minuten und dann gibt es drinnen einen automatischen Wechsel. So, Temperatur ist 0. Ich zeige euch auch dann warum. Kann man hier genauso sehen. Ich habe hier auch noch was hingebaut. Ja, eine Tafel. Anfangszeiten haben wir es gebraucht, aber nachdem ich ein schönes Setup gefunden habe, brauche ich es eigentlich nur noch so nebenbei mal als Informationsquelle, wenn ich nicht gerade hier oben auf die große Tafel gucke. Ja, hier ist nochmal so ein Teleportrohr, was sozusagen ins Atomkraftwerk reinführt. Hier stecke ich meine ganzen Zellen rein, die ich zum Atomkraftwerk haben möchte. Und ja. Die gehen alle dorthin. Hier hinten ist unsere Hexenküche. Tja, die Hexenküche, hier tun wir unsere Rezepte, ist natürlich selbst erproben, wie man was wo mit was rauskriegt, mit welchen Sachen. Da haben wir schon ein bisschen was gesammelt, um natürlich dann auch mal was machen zu können und mal zu auszuprobieren. Hier haben wir eine unendliche Wasserquelle, um dann die Wasserflaschen wieder aufzufüllen. Hier sind zum Beispiel schon ein paar Tränke fertig, hat meine Frau schon gemacht. Die hat schon ein bisschen was rausgefunden und aufgeschrieben. Da muss ich sagen, das wollte ich selber rausfinden und nicht aus dem Internet raussuchen. Ja, hier ist unsere sogenannte Bücherei.
also oder Bibliothek. Denn hier nutzen wir natürlich auch Mystcraft und wie ihr seht, das haben wir natürlich auch, weil unsere Freunde natürlich mitspielen, darauf hingewiesen, dass das Linkbook zum Beispiel halt nicht vergessen werden darf, wie ihr hier schön sehen könnt, denn ohne Linkbook und eine neue Welt entdeckt, kein Linkbook mit. Tja, wenn keiner auf dem Server ist, ist man dann in der neuen Welt erstmal verloren. Und wie ihr seht, wir haben schon ein paar Welten entdeckt. Eiswelt mit einem Ozean, riesige Berge, Cave World, eine Abbauwelt haben wir, wo wir alles abbauen können, hohe Berge und Flüsse, rote Sonne, das ist im Endeffekt eine Welt, wo halt eine rote Sonne ist. Also, ich das mal zeigen, ja, rot nicht direkt die Sonne, aber der Himmel ist rot und ja, meine Frau entdeckt und sie fand es total toll, gerade wegen den Pilzen, die es hier gibt. Und deswegen hat sie die Welt behalten und mal gucken, was wir hier draus machen. So, dann gehen wir mal wieder zurück. So, und schon sind wir wieder da. Tja, schön gestaltet mit meiner Frau das alles und tja. Der Raum müsst ihr noch kennen, da war hier oben noch alles leer. Und tja, es hat sich schon halt mal erweitert. Tja, hier hinten geht's auch raus. Hier hinten den Kuhstall, ich weiß gar nicht, ob ihr den noch kennt. Den haben wir jetzt auch ausgebaut und wie ihr seht, wir haben selbst eine Futterstation von Railcraft. Gibt's das? Gibt's regelrechte Futterstationen? Hier kann man den Weizen reintun und die Kühe können sich dann selbst daran bedienen und im Endeffekt dann auch ja, selbst, also naja, selbst vermehren, ohne dass man immer reingehen muss und füttern muss. Ach, du kommst nicht raus. Ennepetsch. So. Dasselbe sollte mittlerweile eigentlich auch bei Hühnern funktionieren. Ich weiß es aber nicht. Wir haben es noch nicht getestet wieder. Und eine kleine Hühnerfarm haben wir uns aufgebaut. Wo wir Eier gefunden haben, haben wir extra hier Eier zerschlagen und Hühnchen rausgekriegt. Tja, und wir haben natürlich auch nicht nur Kühe, sondern wir haben auch Schweine. Und hier drinnen sind zwei Schweine mit Sätteln. Jetzt habe ich leider meine Karotte nicht mit. Oder habe ich die einstecken? Ich guck mal in meinen Taschen, die ich hier habe. Habe ich die einstecken? Ah, ich hatte sogar einstecken. Das können wir doch gleich mal testen. So, komm mal her hier. Zack. Na, so, aufs Schwein gesetzt, mit dem Sattel drauf. Eine Möhre in der Hand und eine Karotte, also Karotte am Stiel in der Hand und schon kann man. Ja. Reiten. Und man kann es anhand, wo die Maus hingeht. Im Endeffekt, ja, wir folgen natürlich auch andere Schweine mittlerweile, wegen der Karotte. Kann man schön reiten. Total lustige Sache. Gut. So, lass mich wieder runter. Alles aus der Hand genommen und tja, und schon ist nichts gewesen. Tja, und Schweine kann man am besten mit Karotten anlocken. Die sind total fanatisch da drauf. Tja, ansonsten haben wir hier hinten erstmal noch nichts weiter gebaut. Ich glaube aber hier hinten, ah genau, hier sind noch unsere Baumfarmen, die wir gebaut haben. Das hier ist zum Beispiel die Eichensetzlingfarm, also die Eichenbaumfarm ist hier und hier ist dann die Gummibaumfarm. Die haben wir hier hingesetzt. Und ja, funktioniert alles super und einwandfrei. Und das ist die Hauptsache. So, dann gehen wir mal ins Haus zurück und ich zeige euch dann mal das Atomkraftwerk. Gucken wir gleich mal auf die Zeit, wie lange denn noch ist hier. Noch 5 Minuten und dann zeige ich euch mal, wie das alles funktioniert in dem sogenannten Automatik. So, und in 5 Minuten zeige ich natürlich noch ein bisschen was anderes. Wie ihr seht, wir haben mittlerweile, jeder von uns hat ein Hund. Ne? Jeder hat von uns einen Hund, so rum. Und ja, wird einfach mit dem Knochen gezähmt und ja, es funktioniert einwandfrei. Na, hier ist unser Müllplatz mit einer Lavaquelle, also mit einer Lava drinne. Das Zeug, was man manchmal braucht, einfach die Lava geschmissen und schon verbrennt. Wie ihr seht, unschwer bestimmt erkennen könnt, gibt es hier genauso einen Zuckerrohrernter. Wie bei mir auf der Let's Play-Welt, die wir im letzten Part gebastelt haben. Tja, hier haben wir noch eine Baumform für Birkenbäume und für Tropenbäume haben wir hier zurzeit. Hier haben wir zurzeit ja, Karotten angepflanzt. Unten ist noch eine Weizenfarm, haben wir hier unten noch hingebaut. Und Weizen generell noch. Unsere Forschung im Endeffekt von
Der Züchtung der Pflanzen läuft immer noch, wie ihr seht. Wir haben zurzeit ein bisschen arg nachgelassen an der ganzen Sache, deswegen sieht es auch alles ein bisschen schäbig aus, zum Beispiel hier ist Unkraut.